Peter, nun bleib mal ganz ruhig. Ach. Und lass uns erst mal Kaffee trinken, hm? Donnerwetter. Gratuliere. Aber sag mal, musst du denn wie immer alles übertreiben? Ach, was denn, Trude? Ich bin auch nur dabei, das alles hier zu testen. Ob's auch funktioniert. Also, wenn du in der Wohnung warst, dann schließt du hinterher schön ab, ja? Und verlier den Schlüssel nicht. Nein. Außerdem, den Briefkasten musst du auch ab und zu mal leer machen. Und bei den Blumen ist es so, der Farn, der muss feucht gehalten werden, den musst du ab und zu auch besprühen, ne? Und das Alpenfältchen wird immer von unten gegossen und das Pfeffergesicht, na, das muss eher trocken gehalten werden. Ach, die Koffer sind schon im Auto, Peter. Gut. Oh, hoffentlich hast du einiges von dem behalten, was ich dir gesagt habe. Ja, ja. Ja? Also, wenn du Lust hast, kannst du jederzeit in meine Wohnung gehen. Die ist ein bisschen größer als der Bauwagen und gemütlich ist er auch, ne? Ja. Peter! Wo bist du? Hier bin ich. Ist dort der Weg? Nee, hier ist er nicht. Hier auch nicht. Was machen wir denn bloß? Aua! Hast du dir weh getan? Hey, Trude! Wo bist du? Peter, seit wann hast du denn eine Kuh? Hallo Trude, seit eben. Sag mal, willst du immer noch Selbstversorger werden? Ja, warum nicht? Und außerdem, sie gefällt mir. Sie hat so schöne Augen. Ja, aber wir wollten doch in den Zirkus gehen. Ja, eigentlich schon, aber das geht ja jetzt nicht. Ich muss auf die Kuh aufpassen. Trude! Ja, hier bin ich. Hallo Trude. Na Horst, was gibt's denn? Wir sollen für Peter einkaufen. Ja, Thomas, und will sich Eierkuchen machen. Hm. Was braucht er dazu? 1 Liter Milch, 22 Eier, 3 Kartoffeln Mehl und 1 Rosine. Das kann nicht sein, das stimmt nicht. Doch. 1 Liter Milch, 22 Rosinen, 3 Kartoffeln Mehl und 1 Rosine. Und das soll ein Eierkuchen werden? Na, guten Appetit. Aber da kann irgendwas nicht stimmen. Doch, das stimmt. Frag den Peter lieber nochmal, da ist irgendwas verwechselt worden. Na gut. Ach, Peter! Tag! Tja, prima, dass du kommst und mir jetzt meine Ladenklingel reparierst. Weißt du, ohne die bin ich völlig aufgeschmissen. Trude, ich habe keine Zeit für sowas. Du weißt doch, Erfindungen. Sag mal, du hattest doch irgendwo hier Reste von Dach drin. Ah ja. Guck nicht so, Trude. Deine Klingel mache ich schon noch. Aber im Augenblick muss ich erfinden. Du, ich habe auch schon eine Erfindung gemacht. Hm, greif mir mal in die Tasche. Oh, was ist denn das? Das ist meine neue Erfindung zur Abschreckung von Taschendieben. Wohl nicht wahr sein. Na, die Überraschung ist euch aber wirklich gelungen. Sag mal, ihr seid wohl alle unter die Erfinder gegangen. Na, dann wird's allerhöchste Zeit, dass ich jetzt eine Preisverleihung vornehme. Für die beste Erfindung des Jahres verleihe ich euch die silberne Speiche. Danke. Hm, danke. Danke. Na und heute Nachmittag lade ich euch alle zum Kuchenessen ein, hm? Oh ja, prima. Ich weiß nicht, Trude, ob ich kommen kann. Ich habe da noch eine ganz wichtige Erfindung zu machen. Ja, woher weißt du denn? Wir müssen erst mal sehen, wo wir das Loch finden. Das halten wir hier rein. Da. Ah. Ach, da ist es schon. Nimmst du mal das Raupapier da? Ja. Wenn es schön trocken ist hier. Wir gehen am besten hier hin. Wieder abgewischt. Ja, ja. Brauchst du das auf? Nimmst du? Nimm du mal die Gummilösung da unten. Die muss jetzt nämlich da drauf. Die hier? Ja. Gummilösung? Genau. Aber schön viel.
Jetzt müssen wir gut verteilen. So. So, und jetzt muss das antrocknen ein bisschen. Nimmst du mal die Gummilösung? Hast du einen Flickensieber? Ja, ich hab den. Sehr schön. Ja. Und den jetzt da drauf. Und schön verteilen. Hier, guck mal. Die schöne Thanos-Flasche. Oh, die sieht aber kaputt aus. Die ist kaputt. Na, und meine Lieblingstasse. Auch hinüber. Na du, das kann man aber kleben. Guck mal, das passt doch wunderbar zusammen. Ja, das kann man kleben. Ja. Das mache ich gleich. Na gut. Also, und ich werde mich inzwischen mal umsehen, ob ich wieder so ein schönes, olles Fahrrad für dich finde, ja, Peter? Gut, Rode, danke dir. Aber den Sattel möchte ich behalten. Klebe ich auch für dich. Tschüss. Na, ich habe da eine Idee. Und die Trude kann mir sicher helfen. Trude? Oh, Peter! Ich möchte Marmelade machen, weil ich habe so schrecklich viele Kirschen und ich weiß, du machst sehr gute Marmelade. Kannst du mir da nicht vielleicht ein paar gute Tipps geben? Marmelade. Marmelade. Also, als erstes brauchst du da Gelierzucker. Gelierzucker? Wozu? Na, damit die Marmelade hinterher schön fest wird. Also, ja. Okay. Gläser habe ich schon. Ist ja prima. Lass mir mal bitte einen Lappen. Danke. Hm? Und dann brauchst du noch Zellophanpapier. Zellophanpapier. Und Gummiringe. Gummiringe? Mhm. Hey, Trude, das klingt alles reichlich kompliziert. Kannst du da nicht vielleicht selber, ich meine, mir helfen? Ach, ich? Ja. Ja, kann ich machen. Aber ja, heute wird es nichts mehr. Da habe ich mir hier zu viel vorgenommen. Das muss ich erst mal erledigen. Und überhaupt. Also Peter, weißt du, ich komme nur noch zu dir, wenn es nicht mehr so stinkt. Das war ja fürchterlich. Was war denn das? Das ist längst geklärt, Trude. Man muss nur einmal genügend Erde auf den Komposthaufen geben. Da kann er gar nicht mehr stinken. Ach, Komposthaufen. Ja, so ist es. Und sag mal, hast du denn so einen großen Einkochtopf? Nee. Naja, dann bringe ich den auch noch mit. Sehr schön. Ja? Aber du, pass auf, morgen früh muss ich erstmal in die Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, der Bauer erntet seine Frühkartoffeln mit mir.